verzählen. Ein paar Wurfgeschosse, die brauchen wir nicht unbedingt. Eine Reihe von ineinander greifende Zarien und Ketten verbinden diese Maschinen mit einem Hebel im Fußboden. Ihr habt ähnliche Vorrichtungen gesehen, um Türen zu öffnen und zu schließen. Üblicherweise große. Neue Heiltränke. Okay. Gut, die Heldentränke passen da nicht rein. Wir könnten jetzt den Hebel aktivieren. Wäre so die erste Möglichkeit. Oh, ach ja, und den Zettel noch einsammeln. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Verdient Gold mit eurer Klinge. Jede Münze, die ihr verdient, ist Essen im Mund eurer Familie. Jeder Feind, den ihr tötet, sichert euren Rang im Kreuzzug. Kenas Kreuzzug marschiert im Norden. Wollt ihr euch anschließen, bewaffnet euch und erhaltet euren ersten Sold für die Unterstützung der guten Sache. Sucht einen Rekrutierungsoffizier auch und verdient euch eure Münzen noch heute. Ja, wie ihr wünscht. Ja. Ich weiß nicht, die Tür sieht halt schon relativ offen aus. Okay, sie sieht nicht offen aus. Heilen wir noch mal ein bisschen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Irgendwas muss das ganze Geld hier gut sein. Hier kommen wir nach oben. Ein Seth fällt hinunter in den Abgrund. Mhm. Ja, hier sind wir jetzt auf der Seite. Hey, Kobaltmoos. Okay, ist verschlossen. Whatever you like. Ah, ich habe ein ungutes Gefühl. Worum geht es diesmal? Ja, tötet die Eindringlinge, wütende Geister und ein ewig wachsamer Wächter. Your need. Point me where you're doing. Yes, whatever you have, right. Ja, wie ihr wünscht. Ja? Wie kann ich helfen? Okay, ewig wachsamer Wächter muss weg. Curses! Wie ihr wünscht. So, was für eine Schutzformel. Fluch der irgendwas, ist mir egal. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ist ein Fluch. Deswegen. Gucken wir, dass wir den abgeben. Ausgang zur Oberfläche. So, dann geben wir dir mal dein Moos.
Hallo nochmal, ich bin zufällig auf etwas Kobaltmoos gestoßen, das ihr wolltet. Ich gebe es euch für eine angemessene Vergütung. Natürlich, natürlich. Hier habt ihr etwas Gold für Mühe und jetzt ist der Trank fertig. Ich bin neugierig, wofür genau wollt ihr diesen Trank verwenden? Es euch zu verraten, sollte wohl keinerlei Schaden anrichten. Ich möchte den Trank an einem seltenen Folianten, der in Kerzenburg versteckt liegt, anwenden. Ihr wollt das Zuhause meiner Kindheit betreten? Wirklich? Nur dann wünsche ich euch viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Ihr wollt das Zuhause meiner Kindheit betreten? Ihr seid in Kerzenburg aufgewachsen. Sagt ihr, erzählt mir mehr. Es war eine ruhige, friedliche Kindheit. Ich habe eine Menge gelernt und mich immer sicher gefühlt. Es war ein langweiliger, ermüdender Ort und ich sehnte mich immer danach, ihm zu entfliehen. Jetzt, da ich es geschafft habe, werde ich niemals dorthin zurückkehren. Ihr seid ihr nie zurückgekehrt? Nur einmal, es war unangenehm. Ich habe da Frieden geschlossen und seitdem war ich nicht mehr dort. Nur um meinen mörderischen Halbbruder zur Strecke zu bringen, das ist eine lange Geschichte. In dieses Mausoleum nicht freiwillig. Wenn ich mich nur entschuldigen würde, ich muss weiterziehen. Nehmen wir mal die zwei. Sehr dramatisch. Ich könnte etwas Rat gebrauchen. Ich möchte Kerzenburg besuchen und einen Folianten von Nessaril einsehen. Zwischen seinen Seiten verbergen sich geheime Schriften, die mein Trank offenbaren wird. Aber es mangelt mir an einem Buch von großem Wert, um mir Eintritt zu verschaffen. Es scheint mir, als wäre es beinahe, als würde ich ein Buch abgeben, wenn ich bereits existierende Bände verbessern kann, indem ich versteckte Texte darauf offenbare, nicht? Denkt ihr, ein solches Argument würde die Torwächter überzeugen? Ich bin nicht sicher, ob es funktionieren wird, aber ihr könnt es versuchen. Das ist wirklich verzwickt. Die Wachen sind nicht gerade für ihre Flexibilität bei der Auslegung der Regeln bekannt. Ich weiß, meine Chancen sind gering, aber ein Brief von euch, der mein Angebot unterstützt, könnte helfen. Zufälligerweise habe ich einen Entwurf für einen solchen Brief hier. Ich hatte gehofft, großherzige Jananta könnte ihn unterzeichnen, aber als ein Sohn von Kerzburg hättet ihr sicherlich einen größeren Einfluss. Natürlich unterzeichne ich euch den Brief hier. Und danke, ich danke euch. Ich mache mich umgehend auf nach Kerzburg. Hier nehmt dieses kleines Zeichen meiner Anerkennung. 50 Gold. Ich habe Amon dabei geholfen, einen Trank zu brauen und einen Brief für sie zu unterschreiben. Dadurch kriege ich einen Stab der Monsterherbeirufung. Juhu. Mit gerade mal 3 Ladungen. Oh ja, ich bin auch hier. Ich komme ja gerade alle meine... Ich bekomme gerade alle meine Schwäne. Sind es Schwäne? Egal, wie sie, was sie sehen, ich bekomme sie alle in eine Reihe. Kann nicht mehr lange dauern. Gut, dann klettern wir jetzt wieder nach unten. Dann geht's ja nur noch durch die große Tür. Ihr braucht nur zu fragen. Weil hier ist ja leider nichts mehr. Ja, wie ihr wünscht. Besonderes. Von euch beiden hat auch niemand den Stabknopf. Ihr hört, dass sich in der Ferne eine Türe öffnet. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Corlas verwendet eine Schriftrolle, ist vor Feuer geschützt. Okay. Die Frage, ob Corlas da alleine drin ist oder ob sie noch die ganze... So, jetzt war Schnellspeicherung erfolgreich. Damn you. Damn you and all you defend. Seid verdammt, Bradway und alle, die ihr beschützt. Es ist vorbei, Corlas. Ergebt euch und befehlt euren Truppen und Toten, denen das gleich zu tun. Ergebt ihr euch, das ist so ziemlich die einzige Chance, die ihr habt. Lasst eure Leute sich auch ergeben und ihr werdet diese knochigen Kerle los. Ich würde mich liebend gern dreifach nach Nessus verdammen lassen, wenn ich euch dorthin mitnehmen könnte. Everything was going to be different.
Saravok is going to change the world. I gave everything to his cause and you destroyed it all. Alles sollte anders laufen. Saravok wollte die Welt verändern. Ich habe seiner Sache alles geopfert. Dann seid ihr gekommen und ihr habt alles zerstört. Death comes swiftly. Okay. Give me something to do. Hast. Worum geht es diesmal? Zauber ruhig. Yes, I will. Verteidigungskoordination. Ja? Hells, ein Mist! Wie kann ich helfen? Okay, da ihr da oben so schön steht. Ich muss zum Eingang der Krypta, sobald ich bereit bin, zum Herzogspalast zurückzukehren. Wenn ich zurück nach oben zur Mumie gehe, werde ich belohnt. Wie kann ich helfen? Kollas ist tot und meine Aufgabe ist abgeschlossen. Ich brauche eine Pause, Bredow. Diese ganzen Abenteuer machen mir zu schaffen. Ja. Kollas Schlüssel. Hm. Na komm, packe ich mal die Zauberstäbe zu Nera. Kollas persönliche Gemächer. Hm. Worum geht es diesmal? So, was haben wir hier? Einen Schutzumhang plus 1. Armschienen. Einen Kampfstab. Wurfpfeile. Hier, wo es Gold wächst, gefällt's mir. Und eine Schurkenrobe. Sind das ganz normale? Ne, das sind Wurfpfeile plus 1, Schurkengrube. Ja. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nicht gut. Warum bin ich eigentlich schon wieder überladen? Oder wer ist gerade überladen? Achso, Kigate ist nur verlangsamt. Wie kann ich helfen? You want me? Ja, nicht Kigate, yes, Dawn. Dear. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jede Menge Munition. Feuerpfeil. Pfeil plus 2. Beißender Pfeil. Beißender Bolzen. Bolzen plus 2. Wie kann... Worum geht... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Tränke. Gewitterbolzen. Jetzt habe ich ein ganzes Stack Gewitterbolzen. Sweet, whatever you like. Das war lukrativ und hat sogar sehr viel Spaß gemacht, Bredow. Ja, aber diese Dippen fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ah, verzierter Kopfteil. Dieses Ringstück mit einem Kristall drauf könnte zum oberen Teil des Stabes passen. Ich muss die Teile des Stabes zurück in den Sarg auf dieser Ebene legen. Oh, hi, Mephit. Ihr braucht nur zu fragen. Was macht der Hebel? Dieser Hebel scheint in seiner aktuellen Position zu klemmen. Wenn mit der Geschichte der Familie Kollas hier aufgehalten, obwohl einige fehlen, verräterische Zeichen in den alten Staub deuten auf einen kürzlichen Diebstahl hin. Mm, right.
Okay. Weinflasche. Ja, ihr braucht vier Verstand.